Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play X-Drive. In der letzten Folge habe ich mich kurz mal so ein bisschen korrigiert, kritisiert bezüglich der Never Forget Nikki-Thematik und wir haben an der einen oder anderen Stelle mal so ein bisschen stellschraubenmäßig etwas getätigt, was das Bild und so weiter angeht. Ich weiß nicht, ist es minimal jetzt besser? Das Ding ist, es ist, also ich weiß, ich kann euch gar nicht jetzt sagen, ob ich überhaupt was verändert habe. Also ich dachte mir halt, mach das Fenster einfach kleiner, aber dann habe ich gesehen, dass ich links und rechts schwarze Balken und so weiter hatte. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich eine Fensterstandardeinstellung drin habe und wenn ich die halt so ändere, dann ja. Also es ist ein bisschen komplizierter, kann ich jetzt nicht in den ein, zwei Sekunden machen. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe das ein bisschen wieder größer und wieder kleiner und größer und kleiner und im Endeffekt könnte es sein, dass es jetzt genau dasselbe ist. Also, Moment, jetzt mache ich das schon wieder. Mach dir das Leben doch nicht so schwer, Alter. Also, ich sage jetzt einfach mal, wahrscheinlich hat sich nichts getan und okay, was auch immer die Holocaust-Scheiße sollte. Ja, das lässt sich jetzt nicht in den ein, zwei Minuten machen. Wie gesagt, wie ich ja am Ende der letzten Folge meinte, kriegt mein Körper gerade wieder Anfälle, weil ich ja, ne, 40 Minuten am Stück darf ich nicht aufnehmen. Der tut jetzt wieder so, als hätte ich 8 Tage lang nichts gegessen und deswegen versuche ich jetzt mal die geplante Folge schnell hinter mich zu bringen. Natürlich auch nicht schnell im Sinne von herzlos oder so. Ich versuche das natürlich weiterhin perfekt und so weiter zu machen, aber ja, ihr versteht, denke ich, jetzt einfach mal mein Problem. Aber man sieht, dass, ja gut, das hatten wir ja vorhin auch da, dass da, gut, ich glaube nicht direkt da. Die Pflanze hatte bisher jetzt keine Probleme verursacht, meine ich. Aber okay, ja, gut. Wie gesagt, was ist es jetzt? Ist das wirklich einfach, habe ich jetzt wieder, das kennt man ja auch aus anderen Hacks, ich habe das mehrfach gesagt, hat man jetzt einfach wieder diese komische Durststrecke, wo einfach nichts geht, oder ist es jetzt wirklich einfach mein Magen oder so, ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall nicht das erste Mal, deswegen. Aber ja, lasst uns einfach nicht zu sehr drüber nachdenken, uns vielleicht mit der einen oder anderen Thematik ablenken, denn ich wollte ja auch ein wenig wieder Let's Play-Werbung machen. Beispielsweise habe ich vor einigen Minuten gerade eine neue Folge. Also wir haben jetzt mittlerweile einen richtigen Upload-Kalender. Weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge gesagt habe. Kann es nicht sogar sein, dass die letzten Aufnahmen vom Juni sind oder so? Jedenfalls, ja, sorry, wenn ich es gesagt habe. Ansonsten hört ihr es halt jetzt im besten Fall zum ersten Mal. Beziehungsweise gut, wenn ihr in andere Let's Plays reingeschaut habt, hört ihr das jetzt vielleicht zum dritten Mal oder so. Na, aber man muss ja irgendwie Cross-Promo machen. Man muss ja selber für sich irgendwie Werbung machen, weil es kein anderer tut. Ja, von daher muss das halt so getätigt werden. Ich versuche das natürlich immer so geschmeidig und abwechslungsreich wie möglich zu machen. Ja, wir haben mittlerweile einen Upload-Kalender. Also die ganzen Tage, wie bei so einem Zeitungs... sagt man nicht Zeitungskalender, eine Fernsehzeitung einfach. Habt ihr eine Fernsehzeitung für meinen Let's Play-Kanal? Ihr wisst jetzt schon, was weiß ich... Ihr wisst einfach, was jeden Tag kommt im August. Und am Ende des Augustes, wisst ihr, kriegt ihr halt einen Plan für den September und so weiter. Finde ich alles schön. Schnicki, schnacki, schnucki. Ihr kennt die Spiele, ihr kennt die Uhrzeiten. Und dementsprechend könnt ihr euch dann natürlich darauf freuen, euch euren Tag so gestalten, damit das passt, aber dann wiederum wisst ihr natürlich auch, dass, auch wenn das der ein oder andere schon mal in der Vergangenheit behauptet hat, dass meine Videos natürlich nicht explodieren nach 24 Stunden, ne? Meine Videos sind keine islamischen Briefbomben, ihr könnt die auch tatsächlich 3 Tage später konsumieren, aber falls ihr natürlich besonders auf eine gewisse Folge, auf ein gewisses Let's Play wartet, weil ich vielleicht an einer bestimmten Stelle hänge, die spannend ist, oder ihr wisst, dass ich demnächst, weil ihr das Spiel schon kennt, im Gegensatz zu mir, kennt, habe ich gerade kennt gesagt, ja, wenn ihr dem Spiel schon mal die Haare gekämmt habt, ja, wenn ihr wisst, wie die Frisur gerade aktuell so liegt, dann wisst ihr vielleicht, oh geil, Alter, der ist gleich an meinem Lieblingsboss, an meiner Lieblingsstelle oder so, ich will wissen, wie er darauf reagiert und dementsprechend habt ihr dann vielleicht auch das Bedürfnis, ja, live, was heißt live, also einfach direkt zu schauen und dann wisst ihr, ah, okay, was weiß ich, 7. August, 14 Uhr, let's go, ja. Ich finde das eine schöne, schnicki Sache, aber ja, man muss natürlich dann auch hoffen, dass das alles funktioniert, dass ich mich an meinen eigenen Plan halte, ansonsten wäre das natürlich sehr, sehr traurig. Aber okay, ja, so wie dazu, Red Faction oder anderem, ein Ego-Shooter-Spiel. PlayStation 2, ja, man hatte im ersten Level so ein paar Orientierungsprobleme, aber es ist an und für sich eine nette Geschichte, sehr, sehr atmosphärisch. Parallel dazu gibt es auch noch Exhumed. Ein weiteres
Ego-Shooter-Spiel, PlayStation 1, spielt in Ägypten, ist etwas Metroidvania aufgebaut. Ja, also auch hier Anfang war etwas schwierig, etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich habe beispielsweise vorgestern war das, glaube ich, 8 Folgen oder so gemacht. Ich habe sogar in dem Let's Play gesagt, in dem einen Level, dass das so ein bisschen wie Kaizo Mario dann in dem Moment war, weil ja, an einem Level saßen wir dann eine Stunde oder so. Weil, ja, ich weiß nicht, inwiefern ihr euch mit Ego-Shootern auskennt, aber wenn man so die Call of Duty Battlefield-Schiene gegangen ist, dann denkt man sich so, ja, Ego-Shooter, Autobahn-Style, ja, aber die beiden Sachen machen das ein bisschen anders. Also Red Faction ist schon autobahniger als Exhumed. Bei Exhumed hast du dann halt, weil das in Ägypten spielt, hast du dann gut und gerne mal Jump-and-Run-Einlagen und Fallen, ja. Also da kannst du auch dann so Objekte einsammeln, die dafür sorgen, dass du gefühlt 8 Meter hoch springen kannst und dementsprechend sind dann auch die Level so aufgebaut und so weiter. Also, ja. Ne? Und da gab es dann eben halt so Stellen, wo ich dann gestorben bin, weil die Fallen irgendwie so dämlich waren, mich gefühlt geinstakillt haben und so weiter und, ja. Aber an und für sich macht das Spaß, kann ich definitiv empfehlen. Ne? Wie gesagt, die ersten 1-2 Folgen waren so mäh. Ist jetzt nicht unbedingt wegen mir, weil das Spiel einfach dann, ja. Man muss natürlich erstmal so schauen, ne? Wie ist das Spiel aufgebaut? Was genau muss ich tun und so weiter? Und naja, so ist das halt. Ich meine, für mich als Zuschauer wäre das kein Problem, aber ne, weil ihr ja potenziell muttergefickte ADHS-Missgeburten seid, dachte ich, ich sag das einfach mal. Dass ihr, wenn ihr ADHS habt oder so, ja, ne, es ist ja heutzutage so, dass man gut und gerne mal eine Triggerwarnung, also finde ich total behindert, aber viele machen das so. Wenn in dem Video über Missbrauch geredet wird oder über Rassismus oder so, dann gibt es da immer so Triggerwarnungen. Wenn ihr mit diesem Thema schon mal Berührungen hattet oder wenn ihr... Ah, sorry, das ist mein schwarzer Humor wieder gerade mir aufgefallen beim Reden so. Wenn ihr mit dem Thema Missbrauch schon mal Berührungen hattet und so bla 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 bla, ja. Und so müsste man auch immer so eine Warnung für ADHS einfach rausgeben. Achtung, dieses Video ist etwas anspruchsvoller als anderes. Manche Themen in diesen Videos brauchen länger als 30 Sekunden, um behandelt werden zu können, ja. Falls sie das irgendwie geistig überfordert, bitte schalten sie jetzt weg, ja. So. Aber ja, so viel dazu. Wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ach so, ja, wegen meiner Erklärung halt. Ja, was auch immer, mit den 1-2 Videos. Und da, es gibt ja sowieso dann jetzt mittlerweile am Anfang des ersten Partes diese den Behindertenschutz einfach, ja. Also, ich, wie gesagt, ich kann ja nichts dafür. Wenn die Welt eine andere wäre, müsste ich nicht immer 5 bis 8 Minuten damit verschwenden, euch zu sagen, dass die Welt halt behindert ist, weil dann wäre sie ja nicht behindert. Auf jeden Fall haben wir, ja, gewisse Sachen wurden weitergeführt, beispielsweise rollenspieltechnisch. Crisis Core, Shin Megami Tensei, beide auf dem Schwierigkeitsgrad hart. Shin Megami Tensei habe ich in diesem Let's Play oder grundsätzlich in meinen Mario X natürlich schon mehrfach beworben. Beides harte Spiele. Wenn ihr das hier, wie gesagt, feiert, dass ich ständig sterbe und immer wieder versuche und immer wieder, dann werdet ihr bei Crisis Core und Shin Megami Tensei auch euren Spaß haben. Weil das ist dasselbe, nur halt in Rollenspielform, ja. So, ja, es läuft natürlich auch Mario, no shit. Was noch? Waren es nicht irgendwie 9 Spiele oder so? Wieso fällt mir das kein... Ja gut, ich habe... Das sind zwei, schon mal 4, Mario sind 5. Irgendwie fehlen da noch welche. Ah, Gran Turismo. Ich habe absolut keine Ahnung von Autos. Aber ich fand, das ist eine gute Idee, Gran Turismo zu spielen. Und es ist wirklich super lustig. Wahrscheinlich gerade genau deswegen, weil ich absolut keine Ahnung von dem Scheiß habe. Ach, deswegen hat mich das vorhin so verwirrt. Ja, die Walze hier, ne? Die war dann irgendwie nicht da und dann war sie doch plötzlich da. Und jetzt sind da 2. Waren da beim letzten Mal nicht eine? Ich weiß auch nicht hundertprozentig, ob das Spiel... Ja... hundertprozentig weiß, dass es tut. Irgendwie, manchmal ist es so aufgebaut, manchmal so, ne? Und das ist nicht etwa ein Feature dieses Levels oder so, sondern einfach behindert, aber verbuggt oder so. Dementsprechend komme ich jetzt halt hier natürlich besser ran. Aber das hätte ich ja vorhin auch geschafft. Ich habe ja gezeigt, dass das auch im kleinen Zustand geht. Hier machen wir einen großen Springi. Und ja, leck mich alle am Arsch. Scheiß Feuer, wo auch immer das herkommt. Und hier, guck mal, der ist ja einfach weg. Der kommt nicht wieder. Tatsächlich. Und dann... Meist einfach schneller. Ich hab's nicht nachkon...
Ich bin so dumm. Wieso laufe ich denn weiter nicht nachkontrolliert? Ich habe mich schon wieder... Ich habe mich schon wieder von dem Wichser hinter mir so unter Druck gesetzt gefühlt, dass ich das Rohr wieder übersehen habe. Erst als ich gestorben bin, habe ich das Rohr wieder realisiert. Dabei hatten wir doch vorhin drüber gesprochen, Mann. Das ist so fucking dämlich, ey. Ah ja, Tenchu 2 ist mir spontan eingefallen. Ja, Tenchu 2, grundsätzlich die Tenchu-Serie, in der man schleichen sollte, aber nicht schleichen muss. Und genauso spiele ich das und reg mich darüber auf, dass andere Leute schleichen. Du wirst nicht bestraft, wenn du nicht schleichst. Warum schleicht man? Warum soll man dann schleichen? Stellt euch vor, man könnte in Metal Gear Solid durchrennen. Ohne Konsequenzen. Würde auch jeder machen, oder? Bei GTA achtet man doch auch nicht auf die Ampeln. Da fährt man einfach über Rot rüber. Warum ist das bei den Tenchu-Spielen so, dass die Leute schleichen? Seid ihr irgendwie geistig behindert? Ja, wie gesagt, mehrfach in dem Let's Play angesprochen. Mann, 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 ey. Ja, und was den Rest angeht, wie gesagt, da muss ich gerade passen. Fällt mir gerade irgendwie nicht ein. Spyro! Ja gut, da erklärt sich von selber. Tolles Spiel, tolles Spiel. Nicht blind, aber trotzdem toll, toll, toll. Das Spiel an und für sich macht auch hier und da Faxen. Es gab da ein, zwei Momente, wo... Also auch schon in den ersten Parts, die schon vor Monaten letztes Jahr hochgeladen wurden, kackt einfach das Spiel manchmal ab. Und das ist doof, weil manchmal habe ich dann einfach 2 Stunden lang nicht gespeichert und muss das dann nachholen. Aber natürlich hole ich das nicht mit euch nach, sondern da könnt ihr ja nichts dafür. Ne? Das mache ich dann natürlich, wie man so schön sagte, privat. Lalal. Es ist wirklich gefährlich, sich zwischen den zu stellen. So, der haut wieder ab. Ja, mittlerweile, so oft wie das passiert, könnte man wirklich denken, das wäre ein Feature oder so. Also, ne, das Level ist halt korrupt. Wie, es heißt ja auch so, also von daher... Dann versuchen wir hier nochmal unser Bestes zu geben und close zu bleiben. Ja, da habe ich einen Aussetzer gehabt. Nee, also sprungtechnisch, nicht mental oder so. Es hat zeittechnisch hat es gereicht, glücklicherweise. Also sind wir jetzt wieder groß. Dann lasst mich auch bitte groß bleiben. Jaha, 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 jahio, hiyo, ha, karobata. Und bitte, bitte lasst es, ich sag mal so, wenn der jetzt da gewesen wäre. Ui. Dann hätte ich gesagt, okay, das ist vielleicht, weil ich groß war oder so. Und dann mache ich das hier ein bisschen gechillter und ich hatte es schon wieder fast vergessen. So. You found a file. Sounds better, isn't it? Haha, witzig, du dummer Wichser. Ich weiß nicht, wie viel Prozent wir vorher hatten. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn der da unten ist. Aber potenziell ist ja... Ah, schade. Ich dachte, er ist jetzt vielleicht gelöscht worden, weil er aus dem Bild verschwunden ist. Weiß nicht, kann man die töten? Aber warte, ich gehe mal zurück. Er ist nicht mehr da. Doch, er ist wieder da. Scheiße. Okay, wir können das einfach so machen. Lal. Oh. Oh. So, das hat mich jetzt 10% gegeben. Mir more colors. Aber es war doch schon... Oh. Okay. Ist das ein Checkpoint? Weil ich bin ja jetzt groß. Klein. Um dann wieder groß gemacht zu werden. Okay. Ich mach hier ein Safe Set. Weißt du, was hältst du davon, Kollege? Was hältst du... Ja, das sehe ich nicht ein. Nicht direkt am Anfang. Nicht direkt am Anfang. Nein. Nein, ich will das jetzt hier checken. Ganz ehrlich so. Jetzt können wir wieder weiterreden. Jetzt können wir weiter diskutieren. Jetzt können wir weiter nochmal spielen. Guck mal, das ist unfair. Tatsächlich. Richtig unfair. Aber es ist weich, ne? Es sind weiche Texturen. Ja, ist, wie gesagt, das baut sich noch auf. Also, wie gesagt, die Idee ist okay. Habe ich jetzt wieder 100 Mal wie gesagt gesagt. Und ja, gut, ich wäre jetzt sowieso gestorben, weil das ja kein vernünftiger Pilz ist. Idee super und so weiter. Vor allem, wenn man mir jetzt einen Checkpoint gibt, dann finde ich die Idee sogar... Noch besser. Okay. Gut, wir atmen mal tief durch. Das muss ich jetzt verarbeiten. Das muss ich jetzt verarbeiten. Die Frage hatte ich ja im Hinterkopf, aber ich wollte erstmal gucken, ob das Spiel einen Checkpoint hat. Jetzt stelle ich diese Frage. Wenn... Ups! Ist mein Controller fast runtergerollt hier. Okay, wir wollen ja legitim spielen. Jetzt muss ich auch mal so fragen, wenn das so ist. Wenn das so ist, wie es nun mal zu sein scheint. Warum machst du mich dann klein? In einem Level, welches 8 Stunden lang geht, darf ich doch mal, wenn ich es irgendwie aus unbekannten Gründen geschafft habe, was sowieso schon unrealistisch ist, wenn ich jetzt geschafft habe, den Pilz zu behalten, dann kannst du mir den doch lassen? Zumal, wie dumm ist das denn? Du hast mir den Pilz weggenommen, um mir dann wieder einen zu geben. Was ist der Sinn dahinter? Also hättest du auch entweder darauf verzichten können... Oder, ja, er wollte wahrscheinlich einfach dafür sorgen, dass ich halt nichts mehr habe. Dass ich
Also, was ja eigentlich passiert ist, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, dass man das selber bestimmen kann, was in der Kiste ist. Aber es gibt natürlich auch Kisten, wenn man zu dumm ist, das selber zu verstellen. Dass, erstmal ist da ein Pilz drin und wenn du aber schon groß bist, dann ist da wahrscheinlich eine Feuerblume drin. Und wahrscheinlich war er zu dumm, dafür zu sorgen, dass in der Kiste nur ein Pilz drin ist. Er hatte also Schiss. Es ist jetzt richtige harte Detektiv-Psychologie-Analyse, die ich hier betreibe. Er hat jetzt in dem Level passieren Sachen, die einfacher mit Feuerblume wären. Oder Cape, was auch immer. Und er hatte Schiss, dass ich das kriegen könnte. Also ist er davon ausgegangen, dass ich potenziell. Oder so, ich bin so Cam-Binder, das habe ich auch schon öfter mal gemacht. In den ersten Versuchen. Geht natürlich nur bei denen, die tief springen, nicht die hochspringen. Oder wobei doch, es ist halt schwieriger. Guck mal, jetzt ist hier nur ein Dingsi-Bumsi. Das war ein Fehler. Ja, dachte sich so, Moment. Okay, also er hat jetzt, grundsätzlich ist es schön, wenn man ab und zu mal dem Spieler einen Pilz gibt. Aber was wäre, wenn der hier in der Situation schon groß wäre? Oh nein, dann würde er ja einen, weil ich ja zu dumm bin, die Kiste selber zu modifizieren, dann würde aus meinem ge geplanten Pilz eine. Ja, ich wollte nicht gegen den Stift knallen. Eine Feuerblume werden. Und das kann ich ja nicht, kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Also muss ich ihm erstmal den Pilz wegnehmen, um sicher gehen zu können, sicherstellen zu können, dass mein Pilzkasten funktioniert. Das ist es, oder? Das ist es. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Ja, eigentlich grundsätzlich würde ich sagen, ey, wenn ich mit dem Pilz so weit gekommen bin und da wieder ein Power-Up ist und das dann nun mal. Ja, eine Feuerblume ist oder so, dann hätte ich die auch verdient. Da wiederum, er könnte ja auch sogar. Ich meine. Hallo, es ist. Lol. Super Mario World? Ich meine, es könnte ja trotzdem ein Pilz drin sein. Nur der ist dann halt oben, ne? Man hat ja eigentlich für gewöhnlich oben einen Slot, wo man ein Power-Up, wo dann ein Power-Up automatisch deponiert wird, ja? Hätte er auch machen können. Aber die Art und Weise, wie er das hier gemacht hat, in Kombination mit der Tatsache, dass da kein Checkpoint ist, finde ich einfach desaströs. Also wenn da ein Checkpoint gewesen wäre, dann hätte ich es irgendwie verstanden, schätzungsweise. Also nicht, dass ich dann in dem Moment beim Durchschreiten klein bin, aber ja, scheiß drauf. Ich meine, da ist ein Checkpoint und dann gib mir halt den Pilz und gut ist. Aber lol. Durch die Art und Weise, wie er das letztendlich gemacht hat, puh, ja, finde ich das sehr, 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 sehr schwierig. Aber okay, wir waren bei 60%. Also es ist auch wieder es wäre so oder so kein klassischer Mittelpunkt, sondern ist wieder so die Frage. Manchmal kriegt man 5%. Ich meine auch, dass wir stellenweise 15% gekriegt haben, ist so die Frage. Also wenn wir dann, es könnte ja auch sein, dass wir dann in der nächsten Kiste 20% kriegen oder so. Ne, das ist halt schwierig. Man kann das noch nicht hundertprozentig abschätzen, wie viel wir noch von dem Level machen müssten. Und ist es nicht sogar normalerweise für gewöhnlicher so, dass zum Schluss sogar noch ein Boss kommt? Wie war denn das mit dem, könnt ihr euch noch an dieses ästhetische Level erinnern? Wo ich so, ich meine, Ästhetik liegt ja im Auge des Betrachters, schätzungsweise. Aber ne, wo ich da am Anfang erst so geschwärmt hatte und meinte, oh geil, und dann sind wir da in diese Kanalisation gekommen und so weiter. War das nicht so, dass es zum Schluss auch einen Boss gab? Hatte ich das? Leute, sagt mir, dass ich das ohne Cheats geschafft habe. Aber so wird das dann hier auch sein, ne? Alles klar, ja. Also, lasst mich das nochmal anders sagen. Nehmen wir mal hypothetisch an, ich wäre jetzt durch diese Röhre gegangen, in diese nächste Abteilung, und es wäre einfach kein Strich da gewesen, der so wirkte, als wäre er ein Mittelpunkt. Dann, ja, hätte ich das natürlich auch scheiße gefunden, aber versteht ihr das? Das macht einen Unterschied zwischen einfach niemals einen Mittelpunkt kriegen oder zu denken, man hätte einen bekommen. Ne, so dieses dem Kind den Schnuller geben und dann wieder wegnehmen. So. Also, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich hätte einen haben können, dann wäre ich jetzt vielleicht auch weniger mental labil, sag ich mal. Also gut, das klingt jetzt wieder, wow, okay, Ravon kurz vor dem Selbstmord, aber also, ne, da wäre ich jetzt einfach ein wenig. Ja, ich wäre gelassener, was auch immer. Auf jeden Fall müssen wir jetzt aber mal von dieser Folge hier ablassen. Drum wird dies der letzte Versuch sein. Das Sein, mein Befinden, meine Präsenz, sie wird sich, mein Astralkörper wird sich aufmachen müssen und etwas schnabulieren müssen, weil, wie gesagt, mein Magen geht total Allahu Akbar. Und ich muss das natürlich für neue Zuschauer erklären,
weil die sonst denken, ich wäre fett oder so. Was auch okay ist, nur gut, Problem wäre, es gibt einen Unterschied zwischen Fett und Ultra Allahu Akbar. Also ich möchte natürlich nicht, dass sie denkt, dass ich Jabba the Hutt bin oder so. Ja, dann würde meine Stimme vielleicht auch anders klingen, ne? Definitiv tiefer oder so. Und dann würde man mich zwischenzeitlich wahrscheinlich richtig schnaufen hören. Also ich habe gemerkt, wie jetzt beispielsweise, manchmal hole ich wirklich tief Luft, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich zu dumm zum Atmen bin. Stellenweise vergesse ich wirklich das Atmen. Richtig, richtig komisch. Oder ich sitze komisch oder so. Jedenfalls, ja, um das klarzustellen, ich bin so 1,78 circa plus minus und ja, aktuell pendel ich so zwischen 60 und 66. Ja, seit meiner Zeitungsarbeit hat sich da ein bisschen Muskel aufgebaut. Vor 2018 hatte ich so immer so zwischen 42 und 51 gewogen. Das war schon heftig untergewichtig. Jedenfalls, ja, ach so, und weil ich ja, ich esse wahrscheinlich auch sowieso einfach anders als ihr. Also vielleicht im besten Fall esst ihr genauso. Habe ich auch schon mal erklärt. Ich esse nicht, bis ich platze, sondern nur, bis das Hungergefühl weg ist. Also man kann sich das wie so einen Lebensbalken vorstellen. 100%, 0 ist halt tot und 100% ist überfressen. Und ab 50% oder 49% kriegt man halt Hunger. Und dann esse ich nur, bis ich 51% habe. Nicht 70 oder so, weil alles über 51% sorgt halt dafür, dass sich Fett ansammelt. Und deswegen, ja. Also ich esse nicht klassisch ein-, zweimal am Tag, sondern ich esse gefühlt alle 2 Stunden irgendwas, aber dann halt auch wenig. Also hier mal eine Bratwurst kurz oder da mal, keine Ahnung, einen Teller Nudeln oder so. Und das dann halt alle 1-2 Stunden, ja. Und das, ne, deswegen erkläre ich das jetzt. Das klingt natürlich am Anfang, wenn man dann so sagt, ich esse alle 2 Stunden irgendwas oder so, klingt das natürlich erstmal, als wäre ich ultra fett oder so, aber ja, ich, ne. Ich esse halt so. Das nennt sich einfach, also es ist einfach normales Essen. Aber da die Leute ja das Essen, so wie alles andere, auch verlernt haben, nennt man das in Fachkreisen intuitives Essen, ja. Ich esse auch, ich achte auch nicht auf, was ich esse. Ich esse auf das, was ich Lust habe. Also es gibt auch Tage, da esse ich dann 3 Packungen Chips hintereinander und dann aber 8 Monate nie wieder Chips oder so. Ja, also ich mache, was ich will, ich schlafe, wann ich will, ich esse, wann ich will und das hat halt dafür potenziell gesorgt, dass ich noch nicht übergewichtig geworden bin. Aber okay, so, das war nochmal am Rande gesagt. Immer dieses Rechtfertigen, immer dieses bis ins Detail erklären, was ist mit dem Typen los. Ja, im Endeffekt kann es mir natürlich scheißegal sein, was ihr von mir haltet und ich glaube, dass es auch umgekehrt so ist, dass ich kann, Leute, die mich sowieso niemals leiden konnten, denen ist es auch scheißegal. Na, da kann ich auch 100-mal Sachen erklären. Ich werde am Ende des Tages trotzdem das Arschloch sein, von daher. Aber ich hab's trotzdem jetzt mal wieder an dieser Stelle gemacht. Und würde mal sagen, das war's für heute mit Let's Play Corrupted. Ja, das Level heißt so, aber eigentlich ist es ja hier X-Drive. Der Zeitometer eher signalisiert, dass wir bald zweistellig steil gehen bezüglich der Stundenzahl. Ja, was soll ich sagen? 551 Tode. Kann man mal machen, oder? Kann man mal machen. Ich finde es, wie gesagt, desaströs, dass da kein Checkpoint ist. Aber ja, wie gesagt, das war jetzt psychologisch schwierig einfach, dass der... Hättest du es auch unsichtbar machen können? Wobei, ja gut, dann hätte man als Spieler gedacht, das wäre ein Bug. Wahrscheinlich musste er uns irgendwie signalisieren, dass er uns den Pilz abgezogen hat, aber ich verstehe immer noch nicht, warum. Also ich habe gerade versucht zu erklären, warum, aber trotzdem macht es für mich keinen Sinn, weil ich habe mir diesen Pilz, wie gesagt, hart erarbeitet. Wenn dein Level darauf basiert, keine Feuerblume haben zu dürfen, dann, ja, keine Ahnung, gelitten, Pech gehabt. Ja, ich finde, das ist okay, wenn man das mal macht. Ja, also es ist ja kein Cape-Style. Ich überfliege ja jetzt nicht das Level. Ich spiele das Level ja. Ich kann halt nur den einen oder anderen Gegner penetrieren. Ja, und ich wurde ja auch davor stundenlang vergewaltigt. Warum gibt... Also es ist ja nicht so, dass er mir was schenkt, sondern ich habe mir den Pilz... Ich hätte mir die Feuerblume hart erarbeitet. Dann kann man auch mal... Es ist ja nicht gesagt, dass ich dann immer... die Feuerblume erreichen würde. Vielleicht würde ich ja dann manchmal den Pilz zwischenzeitlich verlieren. Ja, aber ich finde, wenn man dann die Möglichkeit hat, dann gib ihn mir doch einfach. Du verdammter Wichser, ja. Also finde ich an der Stelle richtig, richtig unnötig. Also, ich rede über das Power-Up. Über das Abziehen des Pilz. Das mit dem Checkpoint ist jetzt auch dumm, aber das würde ich noch verkraften. Aber es sind ja 2 Sachen. Ja, ich kriege keinen Checkpoint und zusätzlich verliere ich sogar noch meinen Pilz.
Also, ich kriege ihn ja dann wieder, aber wir hatten das ja jetzt alles besprochen. Ja, also das ist so dämlich einfach. Aber okay, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Sia.